Okay Leute, in diesem Part wollen wir Entei und Raiko fangen. Hierfür nehme ich erstmal das Goldblatt mit, was ich gefangen habe schon mal. Offscreen. Ach ja, übrigens, ich habe unsere Pokémon jetzt alle auf Level 70 trainiert. Sodass wir ja später den geheimen Eingang finden, den ich ja erst sehen kann, wenn ich Sitzka-Pokémon habe. So, hier ist das Golbat, das ich gefangen habe. Es kann Horrorblick, deswegen nehme ich es mal mit. Weil die Pokémon sofort fliehen, wenn wir sie begegnen. Daher müssen wir sehr schnell sein und sofort unser Golbat mit Horrorblick ranlassen. So, das ist Golbat. Es kann die Attacken Biss, Konfusstrahl, Flügelschlag und Horrorblick. Gut, und jetzt nehmen wir unser X-Bat, die Entwicklung zufälligerweise. Und fliegen irgendwo hin. Wo wollen wir denn hinfliegen? Wo ist es denn am angenehmsten Pokémon zu begegnen? Ich würde sagen, bei Dukate City. Okay, und jetzt steigen wir auf das Fahrrad. Und jetzt muss ich halt immer nachschauen, hier im Gras, ob Raikou bzw. Entei oder Entei. Ich sag gerne Entei, eigentlich heißt es ja Entei, aber Entei klingt besser, finde ich. Ja, ich schaue jetzt mal ein bisschen rum. Und wenn hier kein Entei bzw. Raikou auftaucht, gehe ich wieder hin, zurück nach Dukate City und gehe wieder zur Route hierher. Ich mache das jetzt die ganze Zeit. Moment, vielleicht finde ich ja irgendwie eine Methode, wie ich das angenehmer machen kann. So ungefähr, genau. Okay, immer noch nicht. Immer noch keins. Nein, immer noch ein Radfratz. Radfratz. Hopsi diesmal. Snubbull. Noch ein weiteres Snubbull. Ein Radfratz schon wieder. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es kann ein bisschen dauern. Ich glaube, ich mache das offscreen, aber ich schaue noch schnell. Vielleicht haust du ja sofort auf. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich schaue noch zwei Pokémon nach und dann mache ich es offscreen. Ich bin irgendwie viel zu schnell. Hier ist vielleicht besser. Nee, doch nicht. Ich muss irgendwie vermeiden, dass ich dann unfreiwillig nach Dukate City komme, wenn ich da manchmal zu schnell speede. Naja, egal, ich mache das jetzt offscreen und dann sehen wir uns, wenn wir gegen Raikou und Entei kämpfen. Also bis gleich. Endlich habe ich eins. Es ist ein... Hallo Entei. Also gut, setzen wir jetzt die Taktik ein. Und zwar Horrorblick. So, jetzt kann es nicht mehr fliehen, das ist gut. Ah, aber es kann immer noch Brille, auf das müssen wir aufpassen. So, dann schwächen wir es vorsichtig mit Flügelschlag. Wenn es halt flieht, dann, ja, dann gibt es einen leichten Trick, wie man es wiederfinden kann. Und den Schaden, den es jetzt bekommt, hat es im nächsten Kampf auch noch. Das ist ganz gut eigentlich. Oh, Golbat brennt. Naja, egal. So, ich habe auch genug Hyperbälle eingekauft. Scheiße! So Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich jetzt gemacht habe, um nochmal auf das Entei zu treffen. Mindestens eine Stunde durch ganz Johto gelaufen und ja, schönen Dank auch Golbat, ne? Naja, bevor uns wieder dasselbe Fehler macht, habe ich ein Safe State jetzt gemacht. Damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. So, Entei kann jetzt nicht mehr fliehen, weil wir Horrorblick benutzt haben. Jetzt setze ich Alpollo ein, um es einzuschläfern. Und dann schmeiße ich Hyperbälle auf ihn. Und wenn Entei aufwacht. Hä? Wir haben doch Horrorblick verwendet, oder? Wahrscheinlich geht es nicht mehr, wenn es also wahrscheinlich ist es so. Wenn man es dann austauscht, wenn man Horrorblick benutzt hat, dann funktioniert es nicht mehr. Okay, dann lade ich halt nochmal. Quatsch, falsches Save State. So, nochmal. Also Horrorblick. Wir müssen anscheinend mit Golbat kämpfen, anders geht's nicht.
Ja, Entei setzt Blut ein. Ja, ist nicht so besonders stark gegen uns. So, jetzt benutze ich Biss. Und ich hoffe, es schreckt zurück. Ja, genau, sehr schön. Und jetzt Flügelschlag. Und ich hoffe, es wird kein Volltreffer. Wir müssen auch aufpassen, denn dieses Entei kann Brüller. Und dadurch könnte es auch fliehen. Wir sollten daher auf die Attacke aufpassen. Und Golbert, du passt jetzt auf, dass es kein Kill wird. Ja? Gut. Okay, soweit so gut. Golbert darf nicht darauf gehen. So, ich habe ein paar Bälle eingekauft. Ein paar Superbälle. Schmeißen wir einfach mal einen. Und falls wir Raikou begegnen, benutze ich den Meisterball. Ja, einmal hat sich gedreht, der Ball. Okay, probieren wir es erneut. Ball Nummer 2. Ja, jetzt schlüpft sofort auf seinen Ball raus. Nein, jetzt hat es Brüller eingesetzt. Nicht gut. Na gut, aber immerhin konnten wir es schwächen. Jetzt schauen wir auf den Pokédex nach, wo es ist. Der Pokédex zeigt nämlich immer den Standort von Entei an. Und von Raikou auch. So, ich laufe jetzt bewusst nochmal durchs Gras, in der Hoffnung, Raikou zu finden. Okay, es ist kein Raikou, das sieht man an der Musik. Immer noch kein Raikou. So, schauen wir mal nach, ob es seine Position verändert, wenn wir kämpfen gegen wilde Pokémon. Nein, es ändert seine Position nicht, aber vielleicht, wenn wir eine neue Stadt oder so erreichen oder einen neuen Ort, dann müsste es, glaube ich, seine Position wechseln. Werfen wir mal einen Blick danach. So, jetzt haben wir Antique City erreicht. Und wechselst du deine Position, Entei? Ach verdammt, er wechselt seine Position, okay. Aber es gibt jetzt einen Trick, wie wir erneut auf Entei treffen können. Zunächst heile ich allerdings meinen Golbert. Boah, das war jetzt vielleicht ein Geraffel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin jetzt quer durch Johto gelaufen, nur um Entei oder Raikou zu begegnen. Boah, das war die Hölle. Also, das müsst ihr anscheinend machen. Wenn ihr Entei und Raikou fangen wollt, müsst ihr leider sowas machen. So gut, jetzt stellen wir uns vor am Ende der Route, sind wir bereits und schauen nach. Jetzt müssen wir sehr oft in den Pokédex switchen. Okay, Entei nähert sich uns. Gut, schauen wir mal nochmal nach. Es bleibt immer noch auf der Route, okay. Und wo gehst du jetzt hin, Entei? Okay, jetzt ist es völlig woanders. Jetzt müssen wir halt warten, bis es auf unserer Route ist. Und dann, ja, wenn es auf unserer Route ist, dann gehen wir ins Gras rein. Und dann müsste es eigentlich auftauchen. Ist es unsere Route? Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir mal ins Gras rein. Nein, das ist kein Entei, sondern ein Huthut. Oh nee, das müsste eine andere Route, glaube ich, sein. Das müsste die vor dem Nationalpark sein, die Route. Nee, das ist die falsche Route. Jetzt verlassen wir die Route nochmal. Okay, jetzt sehe ich es momentan nicht, aber ich glaube, es ist jetzt auf unserer Route. Der Charakter blockiert wahrscheinlich jetzt die Location. Okay. Nein, kein Entei. Gleich müsste es auftauchen. Jeden Augenblick. Noch nicht. Werfen wir noch einen Blick auf den Pokédex. Oh, ist es wieder da? Okay, es hat sich verpisst aus der Route. Oder ich habe es vorhin einfach nicht gesehen, dass es dort ist. Gut, dann setzen wir den Trick nochmal ein. Ist doch ziemlich langweilig jetzt gerade, gebe ich zu. Aber ich möchte euch zeigen, wie man das richtig macht. Es ist zwar ein bisschen, ja, kostspielig oder zeitaufwendig, aber für legendäre Pokémon muss man halt was tun, besonders wenn sie Wander-Pokémon sind. Oh Gott, dieses Pokédex reingeswitcht, das stört ein bisschen. Naja, aber vielleicht begegnen wir es ja. Ja, es war eigentlich in der ersten Generation, in der fünften Generation war das leichter, wo wir Boreos gefangen haben.
weil da das moderner war, das Spiel, und leichter zu bedienen war, konnte man einfach im Menü oder im Spiel schnell zum Pokédex-Menü wechseln. Na, jetzt kommt schon Entei, komm zu mir, komm zu Papa, er bleibt immer noch auf der Route. Immer noch, okay, anscheinend macht er dort ein Nickerchen. Jetzt ist wieder die falsche Route, das ist wahrscheinlich wieder diese Nationalpark-Route. Vielleicht können wir hingehen, ohne dass es uns bemerkt. Es ist immer noch auf der Route, okay. Schleichen wir uns einfach mal vorsichtig auf die Route hin, zu der Route hin, meine ich, verdammt. So, jetzt sind wir auf der Route. Ist es immer noch dort? Nein, es ist wieder woanders, verdammt. Ich hasse es, einen Teil zu fangen. Na gut, dann machen wir es eben so. Wir sind ja zwei Routen, dadurch können wir zwei Routen quasi ja, ja, umstellen, sag ich mal. Jetzt ist es wieder auf der Route, wo wir gerade waren. Ach, es ist wieder da unten. Ich glaube, das möchte uns trollen. So, werfen wir nochmal einen Blick auf den Dex, und ich hoffe, du bist jetzt auf unserer Route, Entei. Jetzt bist du auf der oberen Route, ey. Hm. So, jetzt da. Ich will, dass du auf meiner Route bist. Ach, jetzt bist du auf der, wo wir gerade waren, ey. Das möchte uns echt trollen. Mal. Ach, es ist völlig woanders. Jetzt ist es dort beim Steineichen, beim Einheitstunnel. Das ist bei der linken Route unter unserer Route. Verdammt, verdammt, verdammt. Langsam geht mir der Ruf von Entei auf die Nerven. Lalala. Also, so macht man das, ne? Also, ja, das müsst ihr halt so machen, bis es bei eurer Route ist. Ich werde jetzt das, ja, offscreen machen, bis Entei auf unserer Route ist. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt Raikou so häufig jetzt auf meine Route gesehen, aber selbst wenn es auf meiner Route ist, es taucht einfach nicht auf. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal, ja, auf meinen alten Save zurückgreifen und es einfach so fangen, weil ich habe keinen Bock mehr, das ist so scheißiges Skript. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber naja, ich werde es jetzt per, ja, sagen wir mal, Cheaten, ja, das kann man auch Cheaten nennen, fangen. So. Und leider, dass ich jetzt darauf zurückgreifen muss, aber ich habe keinen Bock mehr. Dauert mir einfach viel zu lange. Ich will ja auch noch mit dem Let's Play fertig werden und die stundenlang damit beschäftigt sein, nach Entei zu suchen. Ja, es ist geflohen. Laden wir den nächsten Save. Horrorblick. Wir sind jetzt wieder dasselbe. Und jetzt so lange, bis es drin ist. Okay, jetzt ist es wieder geflohen. Aber das ist doch voll scheiße gescriptet. Falsches Safe schon wieder. Sorry, ich bin jetzt zwar ein bisschen aggro, sag ich mal, aber wenn es nicht auftaucht, und selbst wenn es auf meiner Route ist und nicht auftaucht, dann ist es wirklich, wirklich blöd geregelt. Dann ist man ja damit Tage beschäftigt im Spiel, dass man das auf legale Weise trifft oder sage und schreibe, weil man das mal fängt. Und geflohen, hurra. Den Meisterball nehme ich mir für Raikou auf, weil ich weiß, dass ich dann keine Lust mehr haben werde. Gut, nochmal. Überball. Ja, Brille benutzt. EP, ich freue mich. Hurra. Jetzt bin ich zwar ein bisschen gereizt, aber ja, das würdet ihr auch sein, wenn ihr jetzt zwei Stunden nach diesem Viech hier suchen würdet und es nur einmal auftaucht. Also. Kann nicht sein. Schon wieder geflohen. Hurra. Vielleicht soll ich mir angewöhnen, eine Speed-Taste zu nehmen. F1, okay. Ach, verdammt. Wie immer auf die falsche Taste.
überall. Überall. F1. Horrorblick. So, jetzt benutze ich hier den Safe. Oder ne, ich mach den Safe gleich hier, damit ich einfach schneller Bälle schmeißen kann. Sorry, dass ich jetzt zu dem Trick zurückgreifen muss, aber es geht mir auf den Senkel. Eins. Irgendwann ist es drin. Kann nicht mehr lange dauern. Seht ihr, wie lange ich dafür brauche? Selbst wenn man es auf legale Weise versucht zu fangen. Man müsste immer danach suchen und ich müsste jetzt immer wieder bei einem neuen Safe danach suchen, was immer eine Stunde dauern würde. Und deswegen erspare ich mir jetzt damit die Qual und greife auf den Trick des Emulators zurück. Weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wenn man ein Spiel programmiert, dann sollte man das so machen, dass die legendären Pokémon leicht zu fangen sind und nicht so, ja, nicht so schwer sind zu fangen. Wer sieht jetzt an, wie oft ich das jetzt selbst laden muss? Man müsste es immer wieder neu suchen. Bei jedem Versuch, den ich hier jetzt erlade, müsste man es erneut suchen. Das ist die Kacke. Ich bleib in dem Ball, Mensch. Natürlich könnte man auch einfach den Meisterball klonen. Ich glaube, das wäre sogar die klügste Sache. Aber ich möchte es auf legale Weise oder auf mögliche Weise machen und es fangen. Spielerbrille. Entweder du bleibst jetzt in dem Ball drin, ja? Schaut, wie häufig ich jetzt die Welle schmeiße. Unglaublich, 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 unglaublich. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt auch speeden. Und dann melde ich mich wieder, wenn der im Ball ist. Also, bis gleich. Gescriptetes Entei. So, jetzt habe ich es endlich. Ich habe es zwar ein bisschen geschwächt, aber trotzdem sehr mühselig. Aber ich muss zugeben, wenn man es schwächt, dann ist es gar nicht so schwer zu fangen. Aber was mich eigentlich aufregt, ist das Suchen nach diesen Pokémon. Also, ansonsten ist es, ja, das Fangen ist nämlich zurück. Das ist nicht so schwer, aber allein das, das Suchen, das ist es, was am meisten stört. So, egal, wir haben es jetzt gefangen. Entei, Vulkan, Größe 2,10 Meter, Größe, Gewicht 198 Kilogramm. Dieses muskulöse Pokémon durchstreift das Land und spuckt Flammen heißer als flüssiges Magma. Okay, dann fange ich jetzt das andere Pokémon, Raikou. Also, dann sehen wir uns, wenn ich Raikou im Kampf habe. Bis gleich. So, ihr könnt mich jetzt gerne verfluchen, aber ich habe jetzt Cheats benutzt, um Raikou zu begegnen, weil mir das jetzt auf den Senkel geht, das ständige Suchen. Naja, ich habe jetzt einen Freezer-Code benutzt, um es zu treffen. Naja, aber was soll ich machen? Wenn das so blöd ist und nicht auftauchen will? Egal, jetzt benutze ich den Superball. Natürlich hätten wir den Meisterball benutzen können, aber ich glaube kaum, dass es jetzt Brille kann. Außerdem habe ich jetzt den Cheat so eingestellt, dass es bei jedem wilden Pokémon auftaucht. So, das nächste, was jetzt auftaucht, ist nochmal Raikou. Seht ihr? So kann man, ja. Ich schäme mich dafür, das gemacht zu haben. Ihr könnt mich auch gerne dafür hassen, aber damit erspare ich mir Zeit. So, Meisterball. Denn ich möchte mit diesem Let's Play langsam fertig werden und nicht stundenlang dieses Raikou fangen. So, Raikou, Donner, Größe 1,90 Meter, Gewicht 178,0 Kilogramm. Dieses aggressive Pokémon speichert Energie in seinem Körper und entlädt sie, wenn es über das Land streift. Gut, damit haben wir alle drei Hunde. Ich schäme mich dafür, wie ich es gemacht habe. Ihr könnt mich auch gerne dafür hassen, ich kann es völlig verstehen. Gebt mir ruhig einen Daumen runter. Ich glaube, ich werde mir selber auch einen Daumen runter geben. Aber, ja. Es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Hoffentlich habt ihr ein bisschen mehr Geduld als ich.
mit dem Fangen. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle drei Hunde, die brauchen wir später für Ho-Oh. Aber das erst im nächsten Part. Also im nächsten Part fangen wir Ho-Oh. Bis dann. Ciao. Und gebt mir ein Dislike, ne? Nicht vergessen.